Nella Martinetti ist unheilbar krank. Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. An der gleichen Krankheit ist der Dirty Dancing Star Patrick Swayze vor 4 Tagen gestorben. Sich verkrüchen und warten, bis der Tod auch zu ihr kommt, das will Nella Martinetti aber nicht. Im Gespräch mit der Dana Gablinger redet sie offen über die Krankheit und ihr neues, anderes Leben nach der brutalen Diagnose. Unzählige Blumensträuße und Karten hat Nella Martinetti bekommen. Seit einem Monat weiss sie, dass sie unheilbaren Krebs hat. Für sie sind furchtbare Zeiten angebrochen, seit der Arzt ihr gesagt hat. Sie werden sterben. Und du reagierst? Ja, mal, also das ist in diesem Moment, hat sich was hier drin wirklich wie gelöst. Also, ich habe brüllt. Es war ein Schmerz, ja, sehr schwer zu vorzustellen. Seit der Diagnose hat sie bereits mit der Chemotherapie angefangen und 13 Kilo verloren. Zudem leidet sie seit Jahren an Fibromyalgie, eine schmerzhafte Erkrankung vom Bewegungsapparat. Sie will jetzt bewusster leben, aber es fällt ihr schwer, weil sie viel Schlaf braucht und wenig Ausdauer hat. Ich habe zu lange nicht auf mich geschaut und jetzt werde ich schon auf mich schauen und ich werde das, was ich nicht früher genießen habe, werde ich jetzt machen. Obwohl sie weiß, dass sie nicht mehr geheilt werden kann, ist für sie noch lange nicht Schluss. Ich lasse mich nicht gehen, ich kämpfe. Denn wenn ich mich gehen lasse, dann ist fertig. Und an Wunder glaube ich auch, immer noch. Nella Martinetti wird es in nächster Zeit bestimmt ein bisschen ruhiger angehen. Vor allem freut sie sich aufs nächste Wochenende. Dann kommt nämlich ihre Brüder sie aus dem Tessin besuchen. Der war seit 30 Jahren nicht mehr da in Siona. Für Tele Zürich, Dana Gablinger. Vor und nach dem Europa League.